Schritte in der Wüste. Schritte, die die Welt verändert haben. Vor 2000 Jahren macht sich ein jüdischer Wanderprediger auf. In Palästina predigt er Umkehr und Liebe. Man wird ihn töten. Doch seine Botschaft überlebt. Die Geschichte des Christentums. Ein endloser Zug der Menschheit. Ein Weg durch Jahrhunderte, voller Irrtümer und Wirrnisse, voller Hingabe und Leidenschaft. Nicht aus Geschichtszahlen gemacht, sondern von Menschen gelebt. Eine Geschichte des Leids, aber auch der Freude. Eine mühevolle Suche nach Wahrheit, 2000 Jahre lang. Am Anfang dieser Geschichte steht kein Lehrbuch. Am Anfang steht ein Leben. Das Leben des Jesus von Nazareth. Jesus selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Alles, was wir über ihn wissen, stammt aus der Erinnerung seiner Freunde. Erst später wird ein Buch daraus, das Neue Testament. Es wird den Lauf der Welt mitbestimmen. Zu seinen Lebzeiten aber nimmt die Welt kaum Notiz von diesem Mann. Die Bühne, auf der sich sein Schicksal vollzieht, ist bescheiden. Die kargen Landschaften Palästinas und ihre Menschen, Hirten, Fischer und Bauern. Zu ihnen wird er sprechen. Einige werden ihm folgen. Die Einsamkeit dieser Landschaft weckt die Frage nach Gott. Lange vor Jesus entsteht hier der Glaube an Jahwe, den einen Gott. Er unterscheidet die Juden von allen Völkern des Altertums. Die Heilige Schrift der Juden ist die Tora. Sie erzählt von der Erschaffung der Welt, von Adam und Eva, der Sintflut, Abraham und Moses. Auch Jesus wächst mit diesen Geschichten auf. Zentraler Schauplatz ist Jerusalem. Keine friedliche Stadt. Zahllose Eroberer sind über ihre Mauern gestiegen und haben ihre Gassen mit Blut getränkt. Zur Zeit Jesu ist Rom die Weltmacht. Die Länder rund um das Mittelmeer hallen wieder vom Marschtritt der Legionen. Judäa ist nur eine kleine Provinz im riesigen Imperium, eine unruhige Provinz. Hier regiert Herodes, König von Roms Gnaden, in seiner prachtvollen Metropole Jerusalem. Herodes ist kein legitimer König. Er hat noch nicht einmal jüdische Vorfahren. Um die Herzen seiner Untertanen zu gewinnen, lässt er den Tempel Salomos neu bauen, in nie dagewesener Größe. Irgendwann in diese Zeit fällt die Geburt Jesu. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium erzählt, dass Jesus in einem Stall zur Welt kommt. Das genaue Datum ist umstritten. Den Geschichtsschreibern der Zeit ist das Ereignis keine Erwähnung wert. Anders die Erzählung des Matthäus-Evangeliums. Ein neuer Stern soll die Geburt Jesu verkündet haben. Drei Weise aus dem Morgenland, Sterndeuter, machen sich auf den Weg, um das Kind zu ehren. Damit soll die Einmaligkeit Jesu herausgestellt werden. Die Fortsetzung dieser Geschichte wird in den Evangelien sogar zum Thriller. Aus Angst vor dem neuen König Jesus soll Herodes die Ermordung aller männlichen Kleinkinder befohlen haben.
Für diesen Massenmord gibt es keine historischen Anhaltspunkte. Außerdem ist zweifelhaft, ob Jesus überhaupt zu Lebzeiten des Herodes geboren wurde. Nicht nur die Zeitangaben sind unklar, auch der Ort seiner Geburt. Ob die Geburtskirche in Bethlehem an der richtigen Stelle steht, ist fraglich. Bethlehem galt den Juden als die Stadt Davids. Er gründete um 1000 vor Christus das israelitische Reich. Die Evangelien möchten Jesus in die Nähe des berühmten Königs rücken. Jesus wächst als Jude auf. 8 Tage nach der Geburt wird er beschnitten. So wie auch heute noch alle jüdischen Knaben. Noch heute existiert das Fest der Beschneidung des Herrn in den christlichen Kalendern. Im Laufe der Geschichte wollte man aber oft nicht wahrhaben, dass Jesus ein Jude war. Über Kindheit und Jugend Jesu erzählen die Evangelien fast nichts. Es ist die Welt der kleinen Leute, in der Jesus aufwächst. Sein Vater soll ein Zimmermann aus Nazareth sein, einer unbedeutenden Kleinstadt im Norden Israels. Wie mag Jesus seine Kindheit verbracht haben? Nur eine Geschichte berichtet vom jungen Jesus. Zum Pessachfest besucht er mit seinen Eltern Jerusalem, um im Tempel zu opfern, wie es für alle Juden Vorschrift ist. Angeblich erregt der 12-Jährige Aufsehen durch die Klugheit, mit der er über theologische Fragen diskutiert. Aber genaueres erfahren wir nicht. Irgendwann kehrt Jesus dem orthodoxen Judentum den Rücken und wendet sich einem damals berühmten Bußprediger zu. Sein Name? Johannes der Täufer. Jesus lässt sich von ihm taufen. Ein Akt der Umkehr und Reinigung von den Sünden. Damals glauben viele Juden, das Weltgericht Gottes stehe unmittelbar bevor. Die Taufe im Jordan ist auch für Jesus ein Wendepunkt. Ab jetzt führt er das Leben eines Wanderpredigers in Galiläa, am Ufer des Sees Genezareth. Unter den einfachen Fischern findet er seine ersten Zuhörer. Ein Mann namens Simon, er wird sich später Petrus nennen, geht mit ihm. Jesus spricht oft in Gleichnissen und Bildern. Er verkündet neue Werte, die Staunen erregen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Aber die Zeiten sind gar nicht friedlich. Das Judentum ist gespalten. Verschiedene Parteien bekämpfen sich gegenseitig. Da sind die Zeloten, die Eiferer. Sie versuchen mit Gewalt und Terror das Joch der römischen Herrschaft abzuschütteln. Jesus aber ist gegen Gewalt. Da sind auch die Tempelpriester. Noch die Reste ihrer Häuser in Jerusalem zeugen von einem luxuriösen Lebensstil. Bis hin zu einer privaten Wasserversorgung für die Mikwe, das traditionelle Ritualbad. Die Priesterkaste lebt einträglich von der hohen Opfersteuer, die jeder Jude entrichten muss, und hat sich längst mit der römischen Besatzungsmacht arrangiert. Jesus kritisiert offen diese Geschäftemacherei mit dem Glauben. Vielleicht haben die Essener seine Sympathie. Sie suchen Einsamkeit und Abkehr von der Welt, denn sie erwarten das Ende aller Tage und den Beginn der Gottesherrschaft. Am Ufer des Toten Meeres leben sie abgeschieden in einer frommen Gemeinschaft.
2000 Jahre später wird man ihre Schriften in den Höhlen von Qumran finden. Ob Jesus das kleine Dorf der Essener je betreten hat, wie einige Forscher annehmen, lässt sich nicht beweisen. Sicher ist aber, dass der Rückzug aus der Welt nicht dem Inhalt seiner Botschaft entsprach. Eine andere wichtige Gruppe im Judentum jener Zeit sind die Pharisäer. Sie suchen das Heil in der peinlich genauen Befolgung der Vorschriften aus der Tora, die sich praktisch auf alle Bereiche des Lebens erstrecken. Auch der Brauch, vor dem Pessachfest alte Lebensmittel zu verbrennen, geht auf eine biblische Anweisung zurück. Jesus lehrt, dass das Gesetz für den Menschen da ist und nicht der Mensch für das Gesetz. So gilt er manchen Rechtgläubigen als Gottloser. Er besucht den Tempel, wie jeder gläubige Jude. Aber missachtet er nicht die Gesetze, verletzt das Sabbatgebot und hat mit unreinen Personen Umgang? Auch sein Auftritt im Tempel gerät zum Eklat. Der Mann, der Sanftmut predigt, wird handgreiflich. Er stößt die Tische der Händler um, ein unbequemer Störenfried, der unter den Tempelpriestern bald viele Feinde hat. Schließlich verdienen sie an der Opfersteuer. Sie wollen ihn beseitigen. Vor den Mauern Jerusalems liegt der Zionsberg. Dort, wo sich heute eine katholische Kirche erhebt, findet Jesus einen Raum, um im Kreis seiner engsten Freunde das Pessachmahl zu feiern. Das Festmahl ist auch heute noch eine Tradition bei jüdischen Familien. Es erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Die ungewöhnlichen Speisen wie Bitterkraut in Salzwasser haben symbolische Bedeutung. Sie sollen an die Zeit des Exils erinnern. Zu Beginn des Mahls spricht der Hausherr ein Gebet und segnet den Wein. Anschließend bricht er die Matze, das ungesäuerte Brot. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm den Kelch, dankte wiederum und sprach: Das ist mein Blut, das für euch und alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Mit diesen Worten Jesu öffnet sich der Sinn des alten jüdischen Festes für ganz neue Deutungen. Nach dem Text der Evangelien sieht Jesus seinen eigenen Tod voraus. Er weiß, unter seinen Jüngern gibt es einen Verräter, Judas Iskariot. Er wird ihn gegen Geld an seine Feinde ausliefern. Nach dem Abendmahl sucht Jesus mit seinen Jüngern einen Platz am Ölberg auf. Die uralten Olivenbäume im Garten Gethsemane sollen Zeugen der Ereignisse gewesen sein. Er setzt sich nieder, um zu beten. Er ist verzweifelt. Die Bibel schildert einen Menschen in Todesangst. Herr, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Auf diesem Felsen soll Jesus die Worte gesprochen haben. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Es wird die letzte Stunde sein, die sie mit ihrem Meister verbringen. Der Kuss des Judas besiegelt den Verrat. Jesus wird verhaftet, abgeführt und gefoltert. Die Soldaten spielen um den Besitz seiner Kleider, auf einem solchen Stein, wie er noch heute in Jerusalem zu sehen ist.
Die Besatzungsmacht verhängt gegen Jesus die grausamste Strafe, die sie kennt: die Kreuzigung. Stundenlange Todesqual, angebunden und genagelt an ein Holzgerüst. Um 3 Uhr nachmittags wird der Gemarterte von seinen Qualen erlöst. Jesus von Nazareth ist tot. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Die Evangelien berichten von gewaltigen Naturerscheinungen nach Jesu Tod, um die Bedeutung des Ereignisses zu unterstreichen. Doch die große Politik nimmt keine Notiz davon. Ein reicher Mann stellt ein Grab zur Verfügung. Man rollt einen Stein vor die Höhle. Aus und vorbei. Auch Jesus nur eine Episode in einer wirren Zeit. Aber die Geschichte geht weiter. 3 Tage später kommen Frauen an das Grab, berichten die Evangelien. Es ist leer. Eine Täuschung? Ein Betrug? Ein Wunder? Historische Forschung kann diese Frage nicht beantworten. Sicher ist nur, plötzlich gibt es Menschen, die überzeugt davon sind, dass Jesus auferstanden ist. Dieser Glaube erfasst die ersten Christen wie ein Sturmwind. So überliefert es die Bibel. Sie verlassen ihr Versteck und predigen in den Straßen Jerusalems. Eine Tür springt auf. Es ist die Geburtsstunde einer neuen Religion. Viele Generationen fragen sich seitdem, wer ist dieser Jesus? Ist er Christus, der Gesalbte Gottes? Ist er Gottes eigener Sohn? Ist er Stifter einer Kirche, die prunkvoll sein Andenken verklärt? Oder ist er der Erlöser der Armen und Schwachen, die auf ihn alle Hoffnung richten? Bis in die Neuzeit hinein stellt man immer wieder die Frage nach dem wahren Christentum. Jede Zeit hat ihre eigenen Antworten gefunden. Zwischen tiefer Frömmigkeit und missionarischem Eifer, zwischen dienender Liebe und fanatischer Gewalt. Menschen berufen sich auf Jesus von Nazareth. Und doch bleibt der historische Jesus ein Geheimnis. Immer wieder suchen Menschen nach Beweisen seiner irdischen Existenz, bis heute. Manche halten dies für das Gesicht Jesu. Ein rätselhafter Abdruck auf dem sogenannten Turiner Grabtuch. Seit dem Mittelalter wird es als Reliquie verehrt. Der Italiener Secondo Pia machte Ende des letzten Jahrhunderts einige Aufnahmen davon. Dabei stieß er auf ein verblüffendes Phänomen. Mit dem bloßen Auge ist auf dem Leichentuch kaum etwas erkennbar. Aber das fotografische Negativ offenbarte eine sensationelle Entdeckung. Das deutliche Gesicht eines Mannes. Millionen Menschen gilt dieses Bild als das Antlitz Jesu. Seit damals ist auch das Interesse der Wissenschaft an dem Tuch geweckt. Es ist aus Leinen gefertigt und besitzt etwa doppelte Körperlänge, da es über Vorder- und Rückseite eines Leibes gefaltet war. Die schwarzen Verfärbungen stammen von einem Brand während des letzten Jahrhunderts. Andere Flecken sind scheinbar Abdrücke eines menschlichen Leichnams. An Kopf, Armen und Beinen sind Blutspuren zu erkennen,
Sie könnten von der Auspeitschung, den Nägeln und der Dornenkrone herrühren. Doch immer wieder wird behauptet, das Tuch sei eine Fälschung aus dem Mittelalter. Moderne Wissenschaft soll Klärung bringen. Die Reliquie wird mit der sogenannten C14-Methode untersucht. Sie ermöglicht eine Datierung des Gewebes. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert. Doch andere Wissenschaftler bezweifeln die Genauigkeit der Methode. Bald darauf entdecken Forscher auf dem Leinen Blütenpollen, die aus der Gegend von Jerusalem zur Zeit Jesu stammen sollen. Computerbilder verdeutlichen den dreidimensionalen Charakter des Abdrucks. Kein Fälscher des Mittelalters hätte so etwas herstellen können. Dieses Gesicht bleibt ein Rätsel. Die Grabeskirche in Jerusalem. Heiligster Ort der Christenheit. Seit Jahrhunderten Anziehungspunkt für Millionen Pilger aus aller Welt. An diesem Ort soll Jesus gekreuzigt und bestattet worden sein. Schon in der Frühzeit des Christentums errichtete man hier eine Kirche. Golgatha, die Schädelstätte, Hinrichtungsort Jesu und sein Grab liegen nur wenige Meter voneinander entfernt im Innern der Kirche. Immer wieder wurde angezweifelt, ob es sich wirklich um die historischen Schauplätze handelt. Richtstätte und Grab konnten eigentlich nur außerhalb der Stadtmauern Jerusalems liegen. Durch archäologische Ausgrabungen weiß man heute, dass dieser Platz zur Zeit Jesu vor der Stadt lag. In der Kapelle, die sich über dem Grab erhebt, fanden Archäologen eine Begräbnisstätte aus der Zeit Jesu. Ostern in der Grabeskirche. Das höchste Fest der Christen ist der Gedenktag der Auferstehung. Licht symbolisiert den Übergang vom Tod zum Leben. Die christliche Liturgie, wie sie heute gefeiert wird, bildete sich aber erst im Laufe der Jahrhunderte heraus. In den Jahren nach der Kreuzigung ist den Jüngern Jesu noch nicht bewusst, dass sie Christen sind. Noch verstehen sie sich als Juden. Sie achten die Vorschriften des Moses und besuchen den Tempel. Allerdings feiern sie im Andenken an Jesus ein gemeinsames Mahl. Sie sorgen für die Alten und Kranken und leben in einer engen Gemeinschaft. Die christliche Urgemeinde, eine unter vielen jüdischen Gruppierungen, aber eine, die immer mehr Freunde gewinnt. Vor allem unter den sogenannten Hellenisten, Juden, die sich dem Einfluss der griechischen Sprache und Kultur geöffnet haben. Sie leben im Ausland, in den griechisch geprägten Metropolen an den Küsten Kleinasiens. Weit von Jerusalem entfernt, können sie viele Vorschriften, zum Beispiel den Besuch des Tempels, nicht einhalten. Das Judentum, das sich in diesen Städten entwickelt, ist weniger gesetzestreu. Hier fällt der Jesusglaube auf fruchtbaren Boden. Wortführer dieser Gruppe in Jerusalem ist ein junger Mann mit Namen Stephanus. Öffentlich vertritt er den neuen Glauben und zieht den Hass der Traditionalisten auf sich. Ein Akt von Lynchjustiz. Stephanus wird von seinen Gegnern gesteinigt. Der neue Glaube hat seinen ersten Märtyrer. Doch auch innerhalb der Jesusbewegung schwelt ein Konflikt, so berichtet die Bibel. Eine Versammlung der Apostel in Jerusalem soll ihn lösen. Der Streitpunkt ist, muss man überhaupt Jude sein, um Christ zu werden? Nach der Überlieferung setzt sich die Meinung des Petrus durch. Auch Nichtjuden können Christen werden. Eine Entscheidung von größter Tragweite. Ohne sie bliebe die neue Bewegung
eine innerjüdische Sekte. Jetzt öffnet sich ihr die Welt. Von Jerusalem aus verbreitet sich der neue Glaube nach Kleinasien und Griechenland. Selbst nach Armenien, Äthiopien und Indien dringt die Botschaft. Doch das folgenreichste Ereignis der Zeit spielt sich der Überlieferung nach bei Damaskus ab. Saulus ist ein erbitterter Gegner der Jesusbekenner. Nach dem Bericht der Apostelgeschichte hat er bei Damaskus ein Erlebnis, das ihn für immer verwandelt. In einer leuchtenden Vision spricht Gott zu ihm: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Saulus wird zum glühenden Verfechter des neuen Glaubens. Aus Saulus ist Paulus geworden, zu Deutsch der Geringe. Der verspätete Apostel hat einen großen Traum. Er will den neuen Glauben im ganzen Römischen Reich verbreiten. Ihm bleibt wenig Zeit. Er rechnet fest mit der unmittelbaren Wiederkehr des auferstandenen Herrn. Bis dahin soll jeder von Christus erfahren haben. Seine Reisen führen ihn von Jerusalem nach Kleinasien. Er bekehrt Menschen und hinterlässt Keimzellen christlicher Gemeinden. Mit Paulus gelangt die neue Botschaft bis nach Europa. Er missioniert in Griechenland und kehrt zurück in die Metropolen an der Küste der Ägäis. Ephesos ist ein Zentrum griechischen Geistes, damals der Inbegriff von Kultur und Modernität. Sein Tempel gilt als eines der sieben Weltwunder. Selbst in der mondänen Großstadt, in der man sich nicht leicht beeindrucken lässt, findet Paulus viele Zuhörer. Die religiöse Sehnsucht der Menschen ist groß. Noch besuchen viele den berühmten Artemis-Tempel mit dem Kultbild der Fruchtbarkeitsgöttin. Aber die allzu menschlichen Götter haben ihre Kraft verloren. Ihre Geschichten sind längst schon Stoff für die Komödie. Als unverbesserlicher Weiberheld flößt selbst Vater Zeus niemandem mehr Ehrfurcht ein. Andere religiöse Moden breiten sich aus, Mysterienkulte, Geheimreligionen, nur Auserwählten zugänglich. Aus dem tiefen Asien kommt der Kult des Mithras. Dem Gott zu Ehren tötet man während der Zeremonien einen Stier. In solchen Kulten suchen die Menschen wie zu allen Zeiten eine Antwort auf die Frage nach dem Woher und Wohin. Für die Antike ist der Tod das absolute Ende, ein Ende ohne Hoffnung. Paulus gibt eine andere Antwort. Durch die Auferstehung Jesu ist den Menschen ewiges Leben geschenkt. Eine faszinierende Botschaft. In ihr liegt die größte Anziehungskraft des neuen Glaubens. Aber Paulus hat nicht nur Freunde. Seine Gegner verleumden ihn. Er wird verhaftet und nach Rom gebracht. Als römischer Bürger besitzt er das Recht, sich vor den Gerichten der Hauptstadt zu verteidigen. Was in diesen Tagen geschieht, bleibt im Dunkel. Der Bericht der Apostelgeschichte bricht an dieser Stelle ab. Kaiser Nero regiert in Rom. Nach den römischen Geschichtsschreibern lässt er selbst ein verheerendes Feuer in den armen Vierteln der Stadt legen. Es soll Platz für prächtige Bauten entstehen. Der Brandstiftung aber werden die Christen bezichtigt. Eine Hetzjagd beginnt. Der Überlieferung nach verhaftet man auch Paulus und wirft ihn in den Kerker. Ich bin daran, geopfert zu werden. Und der Zeitpunkt meines Heimgangs ist da. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Diese letzten Worte überliefert die Bibel. Wahrscheinlich hat man Paulus enthauptet. In der römischen Kirche St. Paul vor den Mauern soll sich sein Grab befinden.
Die Wiederkunft Jesu, die viele Christen damals erwarten, hat Paulus nicht erlebt. Aber er ist zu der festen Überzeugung gelangt, dass die Erlösung durch Tod und Auferstehung Christi schon geschehen ist. Sie gilt für alle, die an ihn glauben, jetzt und in Zukunft. Doch diese Botschaft wird viele Jahre lang nur mündlich überliefert. Die Zeitgenossen Jesu sterben aus. Man beginnt, die Erinnerung an sein Leben, an seine Worte festzuhalten. So entstehen die Evangelien. Sie sind keine historischen Biografien. Keiner der Autoren hat Jesus persönlich gekannt. Die Bibel ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Als erstes entsteht, etwa 70 nach Christus, der Bericht des Markus. Er ist kürzer als die anderen und in griechischer Sprache verfasst. Einige Jahre später schreibt Matthäus nieder, was er vom Leben und der Botschaft Jesu weiß. Er kennt offensichtlich den Text des Markus und zitiert ihn zum Teil wörtlich. Auch Lukas schreibt von Markus ab. Es gibt aber auch Übereinstimmungen, die sich ausschließlich bei Lukas und Matthäus finden. Bibelforscher haben daraus auf eine weitere Quelle geschlossen, eine Sammlung von Jesus-Worten, die Markus unbekannt war. Dieser Text, die Wissenschaft nennt ihn Quelle Q, ist allerdings verschollen. Das Evangelium des Johannes unterscheidet sich am stärksten von den übrigen. Es verbindet die Botschaft Jesu mit Gedanken der griechischen Philosophie. Aber das vierte Evangelium ist nicht das letzte Kapitel der Bibel. An ihrem Ende steht ein rätselhafter Text. Hier in Patmos, einer kleinen Insel im Ägäischen Meer, soll er entstanden sein. Dort, wo sich heute ein griechisch-orthodoxes Kloster befindet, soll der Verfasser die Apokalypse, die geheime Offenbarung, geschrieben haben. Er trägt, wie der Evangelist, den Namen Johannes. Eine Felsenhöhle gilt als der Ort, an dem er Visionen empfing. Die mittelalterlichen Künstler haben den Traum des Johannes in leuchtenden Farben dargestellt. Die Apokalypse ist das rätselhafteste Buch der Bibel. Eine Vision vom Ende der Welt, vom gewaltigen Kampf der Guten gegen die bösen Mächte und vom schrecklichen Weltgericht, das Gott halten wird. Johannes denkt dabei an das Ende des Römischen Reiches. Zu allen Zeiten aber hat dieser Text die Fantasie der Künstler angeregt. Seit etwa 250 Jahren forschen Wissenschaftler nach den ältesten Handschriften der Bibel. Bibliothèque Nationale in Paris. 1840 kommt ein junger Gelehrter aus Leipzig hierher. Konstantin von Tischendorf untersucht ein sogenanntes Palimpsest, ein mehrfach beschriebenes Blatt. Da in alten Zeiten Pergament sehr teuer war, entfernten die Schreiber oft ältere Texte und beschrieben das Blatt erneut. Ein solches Schriftstück untersucht Tischendorf und findet unter alten Buchstaben noch ältere, einen Bibeltext aus dem 5. Jahrhundert. Jetzt ist der junge Gelehrte sicher, dass es irgendwo noch ältere Handschriften geben muss. Er will sie finden. Im April 1844 bricht er zu einer Orientreise auf. Sein Ziel ist das älteste Kloster der Christenheit. Sankt Katharina auf dem Sinai. Es verfügt noch heute über einen einzigartigen Bestand an Büchern und uralten Handschriften. Sie stammen zum Teil noch aus der Antike. Heute wird dieser Schatz wohl behütet. Zu Zeiten Tischendorfs zeigten die Mönche weniger Interesse an den einmaligen Zeugnissen aus den ersten Jahrhunderten des Christentums.
Der Forscher ist entsetzt über den Zustand der Bibliothek. Als er einen Abstellraum durchstöbert, macht er einen sensationellen Fund. Die Blätter, die er in Händen hält, sind älteste Abschriften der Bibel. Als Codex Sinaiticus ist dieser Text in die Geschichte eingegangen. Er enthält nahezu das gesamte Alte und Neue Testament in griechischer Sprache und stammt vom Anfang des 4. Jahrhunderts. Eine der kostbarsten Quellen der Bibelforschung. Die Entdeckung hat ein Nachspiel. Tischendorf nimmt den Kodex mit nach Europa. Den Mönchen im Katharinenkloster hinterlässt er das feierliche Versprechen, ihn zurückzugeben. Die griechisch geschriebene Quittung blieb im Kloster. Der Kodex aber liegt im Britischen Museum. England beherbergt noch einen anderen Schatz der Bibelforschung. Universität Oxford, Magdalen College. Hier liegen drei winzige Fragmente des Matthäusevangeliums. Dies sind die wahrscheinlich ältesten Buchstaben des Neuen Testaments. Mit Laserscanning in die Welt der Bibel. Der Laser dringt in die tieferen Schichten des Papyrus ein und macht Tintenspuren erkennbar, die auf der Oberfläche nicht mehr zu sehen sind. Verlorene Buchstaben tauchen wieder auf. So dringt moderne Forschung immer weiter vor, auf der Suche nach der frühesten Gestalt der biblischen Texte. Kein Buch der Antike ist in so alten Handschriften überliefert wie die Bibel. Das Ufer des Toten Meeres bei Qumran. In diese schroffe Felslandschaft hatte sich vor über 2000 Jahren die jüdische Sekte der Essener zurückgezogen. Im Jahr 1947 sorgt ein Beduinenjunge für eine Sensation. Bei einem Streifzug in den steilen Abhängen über dem Toten Meer durchstöbert er eine der unzähligen Höhlen. Ein Glücksfall für die Archäologie. Der Junge findet Tonkrüge. Darin hatten die Essener ihren kostbarsten Besitz versteckt. Das trockene Wüstenklima hat ihn zwei Jahrtausende lang konserviert. Der Junge ahnt nicht, dass er eine Entdeckung ersten Ranges macht. In den Tonkrügen stecken uralte Schriftrollen, das ganze Traditionswissen, das die Essener bewahrt haben. Auf einer der Rollen ist das Buch des Propheten Jesaja überliefert. Heute wird die Schrift als nationales Heiligtum in Jerusalem gehütet. Aber außer diesem Text findet man auch tausende von winzigen Fragmenten. Die Sicherung und Übersetzung nimmt viel Zeit in Anspruch. Es kommt zu vielen Spekulationen. Einige Forscher vermuten eine direkte Verbindung zu Jesus und seiner Lehre. Manche behaupten, nach den Funden von Qumran müsse die Geschichte des Christentums neu geschrieben werden. Einzelne wittern sogar eine Verschwörung des Vatikans zur Unterdrückung der Wahrheit. Inzwischen weiß man, dass die Texte der Essener nichts Konkretes über Jesus verraten. Am Anfang des sensationellen Fundes von Qumran steht eine Katastrophe. Denn die Essener versteckten ihre Texte vor römischen Truppen, die im Jahr 70 Jerusalem und den Tempel zerstörten. Eine Kapelle am Ölberg trägt den Namen Dominus Flevit, der Herr hat geweint. Nach den Evangelien sah Jesus an dieser Stelle die Zerstörung des Tempels voraus. Seht ihr dieses stolze Gebäude? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Auf dem Felsen von Masada verschanzt sich das letzte jüdische Aufgebot und leistet zwei Jahre lang erbitterten Widerstand. Als die Römer das Plateau betreten, finden sie nur noch Leichen. Die Belagerten hatten sich gegenseitig umgebracht. Die Vernichtung ihres Staates verstreut die Juden über die ganze Welt. Sie hat auch für die Christen Konsequenzen. Jerusalem ist nur noch Erinnerung. Rom, das Zentrum der Weltmacht, wird von nun an zur Schicksalsstadt des Christentums. Bis heute mit dem Namen des Apostels Petrus verbunden.
Der Legende nach flieht Simon Petrus vor der Christenverfolgung unter Nero. Auf der Via Appia soll ihm Jesus erschienen sein. Quo vadis, Domine? Wohin gehst du, Herr? Fragt er ihn. Ich gehe nach Rom, um ein zweites Mal zu sterben, soll Jesus geantwortet haben. Beschämt kehrt Petrus um, so berichtet die Legende. Man wirft ihn in den mamertinischen Kerker. Hier hat, der Überlieferung nach, auch Paulus seine Hinrichtung erwartet. Petrus, den die Evangelien als jähzornig und sogar als feige beschreiben, soll die Henker gebeten haben, ihn mit dem Kopf nach unten zu kreuzigen. Er verdiene es nicht, so wie sein Herr zu sterben. Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde, soll Jesus zu Petrus gesagt haben. Von der Autorität des Petrus leiten die römischen Bischöfe ihren Anspruch auf das Amt des Papstes ab. Deshalb trägt die gewaltige Papstkirche in Rom auch den Namen des Petrus. Im 17. Jahrhundert errichtete man über der Stelle, wo sich der Überlieferung nach sein Grab befindet, den Papstthron. Zu dieser Zeit ist aus der winzigen Schar verstreuter Jesus-Anhänger längst eine Weltmacht geworden. Am Anfang steht ein jüdischer Wanderprediger mit Namen Jesus. Die Menschen seiner engsten Umgebung erkennen in ihm Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Menschheit. Eine Kraft entsteht, die bald die gesamte Welt umspannt. Sie durchdringt Jahrhunderte und bestimmt das Schicksal ganzer Völker. Der Zug der Menschheit auf den Spuren einer großen Verheißung. Ein Weg, der oft auch in die Irre führt. Eine Vision, die immer wieder neue Kraft entfesselt. Eine 2000-jährige Suche bis auf den heutigen Tag.